Wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns seid, Master Freezer. Wer bist du? Ich heiße Zombie. Früher habe ich euch noch im Stab des dritten Sternenbezirks gedient. Ja, ein klein wenig kann ich mich an dich erinnern. Gegenwärtig habe ich die überwältigende Ehre, eure Armee anzuführen. Ist das wahr? So, nun bin ich ja wieder am Leben. Ja, dank der Dragon Balls und unseres neuesten Regenerators. Was für Dragon Balls? Ach ja, du meinst die mysteriösen Kugeln der Namekianer. Die Namekianer konnten wir leider nicht ausfindig machen. Deshalb sind Taguma und ich auf die Erde geflogen und haben uns die dortigen Dragon Balls gekrallt. Meister, ich bin Taguma. Es war mir eine große Ehre, bei eurer Wiederauferstehung helfen zu können. Und ich bin Shizami, Meister Freezer. Die beiden sind herausragende Krieger. Sie sind den verstorbenen Sabot und Dodoria ebenbürtig. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Allerdings frage ich mich, weshalb ihr so lange gebraucht habt, mich wieder zum Leben zu erwecken. Seid bitte gnädig mit uns. Wir mussten doch zuerst die Dragon Balls ausfindig machen und dann den Regenerator vorbereiten. Mir ging es trotzdem nicht schnell genug. Die irdische Hölle ist ein grausamer Ort. Umso schöner, dass ihr wieder bei uns seid. Ich weiß ganz genau, warum ihr mich wieder zum Leben erweckt habt, weil ihr ohne mich doch nichts auf die Reihe kriegt. Nein, wo denkt ihr nur hin? Es hat zwar etwas gedauert, aber wir mussten schließlich einen neuen Regenerator bauen, damit ihr eure frühere Gestalt vollständig wiedererlangen konntet. Und Papa? Wir konnten zunächst nur euch wieder erwecken. Euren Vater King Cold werden wir beim nächsten Mal... Nein, Papa braucht ihr nicht wieder zu erwecken. Der war mir eh viel zu selbstgefällig. Jawohl, ganz wie ihr wollt, Meister Freezer. Ich scheine etwas aus der Übung gekommen zu sein. Ich fürchte, meine Rache wird wohl ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ihr wollt euch rächen? Überrascht dich das? Natürlich will ich Rache. Wegen dieser Super Saiyajins musste ich fürchterliche Qualen erleiden. Ich bin erst zufrieden, wenn ich sie ausradiert habe. Vergebt mir bitte meine Worte, doch wäre es nicht besser, eure Rachegelüste zu ignorieren und euch viel Wichtigerem zu widmen? Wie soll die beste Armee des ganzen Universums ihre Arbeit verrichten, wenn sie sich vor ein paar Saiyajins fürchtet? Aber, Meister Freezer, das sind keine normalen Saiyajins. Der eine von ihnen, dieser Son Goku, er ist noch was? Willst du mir etwa sagen, er ist noch stärker geworden? Ja, auch wenn es mir schwerfällt, euch das zu sagen. Das beruhigt mich kein bisschen. Es bedeutet lediglich, dass ich noch stärker werden muss als er. Er hat sogar den Dämon Bu besiegt und wir wissen nicht, ob er seitdem noch stärker geworden ist. Bu, sagst du? Papa pflegte zu sagen, leg dich bloß nicht mit Beerus, dem Gott der Zerstörung, oder dem Dämon Bu an. Meinst du diesen Dämon? Ja, das hätte ich nun wirklich nicht erwartet. Na, wenn das mal nicht interessant wird. Wie meint ihr das interessant? Dir sollte klar sein, dass ich ein geborenes Genie bin. Dementsprechend hatte ich es bisher noch nie nötig zu trainieren, um meine Gegner zu besiegen. Und ich habe es auch noch nie getan. Natürlich. Ich frage mich, was geschehen wird, wenn ich trainiere und das gesamte Potenzial wecke, das in mir verborgen ist. Euer gesamtes Potenzial? Soll das etwa heißen, dass ihr noch stärker werden könnt? Ja, natürlich.
Nach meiner Einschätzung müsste ich, wenn ich 4 Monate ernsthaft trainiere, meine Kampfkraft auf mindestens 1,3 Millionen steigern.